mit der Taschenlampe wirke ich auch eigentlich, hoffe ich zumindest, dass ich da etwas vertrauenswürdiger wirke. Nicht irgendwie so wie einer jetzt so, ich komme mit heute mit der Taschenlampe auf die Schnauze. Okay, ich würde mal sagen, ein kleiner Flughafen. Ja, sieht aus wie ein Flughafen. Würde ich mal meinen, hier ist zumindest das Rollband, wo man die Koffer dann abgibt, genau. So, dann gucken wir mal ein bisschen, was der Flughafen so zu bieten hat. Das Tape mitnehmen. Piep, 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 piep. Bitte legen Sie alle Ihre Metallgegenstände ab. Ich hab nichts, guck doch. Piep, 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 piep. Okay, was habe ich denn an Metallgegenstände? Lass mal gucken. Ein Spaten. Weil ich gerne mit einem Spaten grabe. Und eine Taschenlampe, jetzt lass mich da durch. Alter, ich schwör dir. Ich komme daran vorbei, ohne dass es piept, seid ihr sicher. Tede. Ja, damit ist es nicht gerechnet, ne? Witzig, ich doch einfach bin. So. Sind wir auf der anderen Seite des Flughafensgebäudes. Jetzt können wir mal ein bisschen gucken, was wir hier finden. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es sind ziemlich viele Zombies. Okay, Computer. Oh yeah. Ganz leise. Oh, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, links. Okay, ins Flugzeug können wir nicht rein. Gehen wir mal rechts rum. Und gucken mal, was wir hier irgendwie auf dem Rollfeld noch finden. Ich glaube zwar nicht dran, dass wir hier was finden. Ich habe auch keinen Bock, das ganze Rollfeld wirklich zu erkunden. Ja, scheint aber auch hier nichts zu sein. Nicht, ob man das Flugzeug nicht auch fliegen kann. Das wäre viel praktischer. Ja gut, auch in den Flugzeughangar. Da können wir nochmal reinschauen. Da können wir sicherlich das ein oder andere Item noch finden, was sie vielleicht brauchen. So teilweise zumindest. So, den Kleber einpacken. Made Gun Magazine wird auch eingepackt. Oh mein Gott, ey, jetzt wimmelt es von Zombies. Ich hab da echt gerade keinen Bock drauf, muss ich gestehen. Vor allem, wenn die jetzt alle voll aggro gleich werden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich darf gar nicht dran denken. Dann bleibt mir das Herz in der Hose stehen, wenn ich dran denke, dass die mich jetzt alle zerfleischen werden. So. Boah, noch ein Schussmagazin. Ja, alles mit einem Wasserfilm. So. Was war der Flughafen auf jeden Fall? Würde ich mal meinen. Jetzt können wir hier mal gucken, was wir sonst noch so tolles haben. Ja, bis jetzt scheint es sich in der Dunkelheit ziemlich langweilig zu leben. Man findet einfach gar nichts. Aber mal abwarten. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich bin gespannt. Ja, hier ist auch nichts. Also auf jeden Fall gibt es anscheinend eine Stadt, weil er ja meinte, in der Nähe vom Hospital, also Krankenhaus. Also vermute ich doch mal, dass es eine Stadt gibt, ich hier bis jetzt aber entweder um sie rumgelaufen bin oder einfach blind war, irgendwie das Krankenhaus zu sehen. Aber ja, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall schon mal gut dabei, ich lebe noch, ich habe mein Equipment noch, ich habe eine funktionierende Taschenlampe, mit der ich auch hier übrigens zuschlagen könnte, aber ich es natürlich nicht tun werde. Ich finde es mit den Sternen ein bisschen übertrieben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ansonsten ein sehr, sehr cooles Game. Ich habe DayZ zum Beispiel, was ja sozusagen aus diesem Spiel sozusagen resultiert. So, das ist ja eine Mischung aus DayZ und Minecraft. Und Minecraft fand ich auch übrigens ganz cool eigentlich. So, ich wollte das jetzt aber nicht irgendwie alleine jetzt irgendwie der 1-milliardenste Let's Player Minecraft sein. Auf jeden Fall. Das wollte ich nicht, weil wäre halt auch irgendwie öde, so der nächste
Minecrafter. Sozusagen, das wollte ich halt auch nicht. Aber Minecraft war cool. Und DayZ, muss ich sagen, wovon das Spiel ja mit unter anderem inspiriert ist natürlich, habe ich nie gezockt. So, ich habe DayZ nie gezockt. Viele sagen so, hey, hast du echt noch nicht? Musst du nachholen? Und so, weil ein Kumpel von mir auch meinte so, hey, ich habe gesehen, du zockst Unturned. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Und hey, scheint ja ganz cool zu sein. So, ich stehe jetzt nicht so unbedingt auf diesen Minecraft-Look. Aber es scheint auf jeden Fall an sich doch ein ganz lustiges Spiel zu sein. Ja, es ist auf jeden Fall lustig. Das auf alle Fälle. Das möchte ich natürlich auch sagen. Es ist ein sehr, sehr lustiges Spiel. Und ich finde, es macht auch eine Menge Spaß. Alleine etwas weniger, aber trotzdem noch ist es auch der Erkundungswert. Und natürlich das Spiel in der Zombie-Apokalypse einfach super. Am besten hat mir natürlich das mit dem Abonnenten natürlich gefallen. Mit Kalle Kohl fand ich super, dass ich die kleine Ehre hatte, mit dem Abonnenten zu spielen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich mit Ralle. Das waren natürlich auch die Highlights, die ersten Folgen sozusagen. Mehrere waren es ja, ich weiß nicht, 21 Folgen mit Ralle. Oder so in der Richtung waren es ja. Die haben mir auch super gefallen. Und ja, wie gesagt, DayZ noch nie gezockt. Werde ich wohl noch nachholen müssen. Auf jeden Fall. Aber jetzt gerade null Schillung und auch keine Zeit dafür, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade wirklich relativ viel um die Ohren. Natürlich mit Arbeit. Natürlich ist klar, dass ich morgens aufstehen muss oder nachmittags, je nachdem wann ich und wie, wo ich Schicht habe. Muss ich dann natürlich auch aufstehen, muss zur Arbeit gehen, muss natürlich danach kommen. Hab jetzt natürlich schon ziemlich viel Happy Wars vorproduziert. Bis zum 30. auf jeden Fall. Dann endet Happy Wars halt erstmal. Dann, dann natürlich jetzt hier gerade produziere ich nebenbei natürlich noch Unturned vor, dass ich da auch eine Menge habe. Mach die Thumbnails natürlich. Gebt mir natürlich Mühe, euch unterhaltsam zu kommentieren und euch das Spiel schmackhaft zu machen und natürlich, dass ihr auch länger zuschaut. Und wenn ihr natürlich da Verbesserungsvorschläge habt, irgendwie Ton, Bild, moderiere mal so oder warum ihr vielleicht nicht lange zugucken möchtet bei mir, weiß ich ja nicht. Ich so einfach Tipps geben. Ich freue mich natürlich über jeden Tipp, den ich kriege. Und ja, und natürlich kommt dann am 30. startet natürlich, wie schon jetzt mehrere auch vielleicht an der Umfrage jetzt mitbekommen haben, die jetzt online ist, dass ich da auf jeden Fall das große World of Warcraft Legion Event ja plane, sozusagen diese riesige Gameplay-Folge-Reihe sozusagen mache, wo ich komplett eine Klasse, die ihr bestimmt, und wenn die Abfragen gleich sind, dann bestimme ich so, dann werfe ich eine Münze, das sozusagen, und dann level ich halt. Und genau darauf habe ich halt Bock, auf jeden Fall das auch noch zu machen. So, das wird halt ein Riesenprojekt, weil das werden einfach unzählige Stunden auf jeden Fall mit Leveln. Ich werde halt nicht rushen. Ich werde auf keinen Fall rushen, Leute, falls ihr das irgendwie euch angucken wollt. Ich werde da jetzt nicht irgendwie in 5 Stunden übertrieben jetzt einfach nur durchrennen, zack, ja, 110, Ende. Sondern ich werde mir wirklich die Zeit lassen. Ich werde mir die Videosequenzen angucken. Ich werde die Unis genießen. Ich werde alles einfach machen. Also wirklich alles schön genießen. Alles in Ruhe und mit Harmonie auch machen auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt, schaltet auf jeden Fall am 30. abends schon ein. Mitten in der Nacht wird die erste Folge davon auf jeden Fall schon online kommen.